Für die Fraktion Die Linke erteile ich Frau Schott das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! 3 Jahre nach der Ankündigung eines Klimaschutzplans trägt die Umweltministerin hier Absichtserklärungen vor. Ihr Vortrag besteht aus Ankündigungen, einer Agentur hier, Unterstützung dort und Förderung für die Wirtschaft, selbstverständlich klimaneutral. Kein Wort darüber, wo wir bei der Minderung des Treibhausgasausstoßes stehen. Kein Wort darüber, wie viele Tonnen CO2 eingespart werden müssen. Kein Wort darüber, welche Sektoren wie viel einsparen müssen. Ich habe der Ministerin zugehört. Kein Wort darüber, wann der Kohleausstieg kommen muss, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und kein Wort darüber, wie wir den Verkehr bis 2050 klimaneutral realisieren wollen. Keine Strategie, wie sie die Mehrheit der Menschen beim Klimaschutz mitnehmen will. Erst heute hat die Landesregierung einen Plan vorgelegt, den noch niemand wirklich lesen und überprüfen konnte, bewerten schon gar nicht. Einfach unprofessionell. Ihre Arbeit ist unprofessionell. Sie werden von uns noch die Entwürfe für ein zweites und ein drittes und ein viertes hessisches Klima- und Zukunftsenergie- und Klimaschutzgesetz auf den Tisch gelegt bekommen. Denn wir wollen Sie dazu bringen, dass endlich etwas geschieht. Das waren die Worte von Tarek Al-Wazir, 2009, in der Zwischenzeit grüner Minister. Und jetzt erhalten wir statt eines Gesetzes von der Landesregierung ein Plänchen. Ihre Gesetzentwürfe von 2009 waren konkreter. Zu Recht haben Sie einen rechtlich verbindlichen Klimaschutz gefordert. Das muss in ein Gesetz, haben Sie gesagt. Und jetzt schieben Sie den Klimaschutz unverbindlich am Parlament vorbei. Und die Beschimpfungen von Herrn Stephan gegenüber der Opposition, die sind an der Stelle auch nicht hilfreich. Wenn Sie nicht konkret werden können, weil Sie sich nicht mit der CDU-Fraktion einigen können, dann können wir an dieser Stelle etwas nachhelfen. Wo stehen wir bei der Verminderung der Treibhausgase? Bei der Bilanzierung der klimarelevanten Emissionen behauptet die Landesregierung, dass bereits eine Senkung um 26% erreicht worden sei. Bei dieser Rechnung wurden aber laut Vorstudie zum Klimaschutzplan die Emissionen für die Stromimporte nach Hessen nicht berücksichtigt. Das ist doch absurd. Stellen Sie sich vor, wir würden in Hessen keine einzige Klimawattstunde erzeugen und den gesamten Strom importieren. Das Ergebnis in dieser CO2-Bilanz wäre dann klimaneutrale Stromversorgung. Das ist Bilanzfälschung. Das ist das, was die Landesregierung hier macht. Bilanziert man auch den importierten Strom, hat in Hessen in 24 Jahren erst eine Senkung der CO2-Emissionen um 12% erreicht und nicht 26. Wenn wir bis 2025 40% der CO2-Emissionen einsparen wollen, das ist das Ziel der Landesregierung, muss der Ausstoß jedes Jahr ca. 3% gesenkt werden. Aktuell schaffen wir noch nicht einmal ein halbes Prozent. Ein Plan, ein Ziel. Hessen wird klimaneutral. Mit Werbesprüchen wird das nicht gelingen. Bis 2014 muss der CO2-Ausstoß der Industrienationen gegenüber 1990 um 95% reduziert werden. Das lässt sich aus dem Pariser Abkommen ableiten. Das können Sie, Frau Ministerin, in der Greenpeace-Studie von 2016 zum Pariser Abkommen nachlesen. Es ist völlig unverständlich, warum die hessische Landesregierung glaubt, 10 Jahre länger Zeit zu haben. Alle OECD-Länder müssen ihren Treibhausgasausstoß 10 Jahre früher auf Null gebracht haben als der globale Durchschnitt. 2050 gilt nur für Entwicklungsländer. Sehr geehrte Frau Ministerin, wir glauben auch, dass es in Hessen noch viel Entwicklungspotenzial gibt. Aber ein Entwicklungsland sind wir sicher nicht. Für Hessen gilt daher 2040. Wie wir letzte Woche vom Umweltbundesamt und den GRÜNEN erfahren haben, sind wir derzeit noch nicht einmal auf einem Reduktionskurs. Der Ausstoß von Treibhausgasen in 2016 hat zu- und nicht abgenommen. Der Treiber ist der Zuwachs von Verkehr, der gestiegene Verbrauch von Diesel und Kerosin. Was ist zu tun? Am Frankfurter Flughafen sind knapp die Hälfte aller Passagierflüge kürzer als 800 km.
Der Anteil der Passagierflüge, deren Ziel mit der Bahn unter 4 Stunden zu erreichen wäre, liegt um die 13%. Ein ökologischer und auch ein ökonomischer Wahnsinn, diese 60.000 Flugbewegungen nicht einzusparen. Viele tausend Tonnen CO2 weniger, weniger Fluglärm und weniger Luftschadstoffe. Mit 28 Milliarden € wird der Flugverkehr jährlich subventioniert. Anstatt die Verlagerung von Kurzstreckenflügen umzusetzen, schaut Minister Al-Wazir zu, wie Fraport die zu hohen Kapazitäten am Frankfurter Flughafen mit Billigfliegern füllt. Dadurch gibt es noch mehr Kurzstreckenflüge. Was haben Sie in den letzten 3 Jahren getan, Herr Minister? Warum? Warum schafft es ein grüner Verkehrsminister nicht, die Fraport, die sich mehrheitlich in öffentlicher Hand befindet, an einen Tisch mit einem anderen Staatskonzern zu zwingen und sich über ein Verfahren von Verlagerung von Kurzstreckenflügen in Deutschland zu verständigen? In Anbetracht der Herausforderungen brauchen wir große Würfe und mehr Mut zur Veränderung. Und die heißen Verlagerung von Kurzstreckenflügen und Nulltarif im ÖPNV für alle Hessinnen und Hessen. Sozialticket, Schülerticket, Senioren- und Jobticket usw. Und so weiter, das kann man alles machen, heißen wir auch gut. Aber einen wirklich ökologischen und sozialen Fortschritt mit wenig Verwaltungsaufwand bringt ein aus Steuergeldern und Abgaben finanzierter ÖPNV, der kostenlos für die Nutzer ist. Der Nulltarif gehört in den Klimaschutzplan. Kommen wir zum Kohleausstieg. Jedes Kohlekraftwerk ist ein Bremsklotz für die Energiewende und eine noch viel schwerere Last für Klimaschutz und Gesundheit. Die deutschen Braun- und Steinkohlekraftwerke verursachen aktuell knapp 80% der gesamten CO2-Emissionen des Stromsektors. Das Kohlekraftwerk Staudinger muss so schnell wie möglich stillgelegt werden. Auch das haben die GRÜNEN in 2008 gefordert. Erinnern Sie sich noch? Wir haben es gemeinsam versucht. Aber das haben Sie wahrscheinlich vergessen. Nach den Berechnungen des WWF vom Januar dieses Jahres muss das Kraftwerk bereits bis 2023 vom Netz. Verhandeln Sie mit der Betreibergesellschaft. Machen Sie deutlich, dass in spätestens 6 Jahren mit der Kohleverstromung in Hessen Schluss sein muss. Erarbeiten Sie gemeinsam mit Gewerkschaften und Konzernen einen Plan, wie die 170 Beschäftigten des Kohlekraftwerks mit erhobenem Haupt weiterhin in der Energieversorgung arbeiten können. Und warten Sie nicht auf den Bund. Gehen Sie es an, wenn Sie Mut dazu haben. Klimaschutz ist eine ökologische und soziale Herausforderung. Weil wir in den letzten 20 Jahren im Klimaschutz kaum vorangekommen sind, ist die verbleibende Zeit für ein Umsteuern sehr kurz. Nur 5 Jahre geben uns die meisten Experten, die entscheidenden Reformen auf den Weg zu bringen. Da hilft nur ein großer Wurf. Nicht zuletzt, um auch anderen Ländern zu zeigen, was möglich ist. Und noch scheint es möglich, den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf unter 2 Grad zu begrenzen. Wir haben schon lange das Wissen und auch die ökonomischen Möglichkeiten, unsere Zukunft klimaneutral, umweltschonender, gerechter und demokratischer zu gestalten. Und sehr viele Menschen sind bereit dazu. Die schwarz-grüne Landesregierung ist es deutlich nicht. Sie traut den Menschen nicht viel zu und nimmt zu viel Rücksicht auf die Profitinteressen von Industrie und Wirtschaft. Nur wer Klimagerechtigkeit ernst nimmt und nach Lösungen sucht, die andere nicht übervorteilen, die Reichtum verteilen und die soziale Schere schließen helfen, hat eine Chance, Klimaschutz durchzusetzen. Die betrogenen Massen werden die Bemühungen zum Klimaschutz nicht akzeptieren, wenn sie merken, dass die Politik gegen ihre Bedürfnisse steht. Klimagerechtigkeit ist in dem hessischen Klimaschutzplan ein blinder Fleck. An keiner Stelle geht die Ministerin auf das Problem ein, dass unser Wirtschaftssystem mit seiner Wachstumslogik, dem überbordenden Konsum und der Reichtumsverteilung den Klimawandel befördert. Die große soziale Ungerechtigkeit und der Klimawandel sind beides Folgen des Neoliberalismus. Die Deregulierung hat nicht nur die Wirtschaft heiß laufen lassen, sondern auch das Klima. Der Neoliberalismus hat die Ungleichverteilung von Reichtum extrem gesteigert. Er ist nicht nachhaltig. Er zerstört unsere natürlichen Lebensgrundlagen, ebenso wie er den sozialen Zusammenhang in unserer Gesellschaft zerstört. Die Globalisierungskritikerin Naomi Klein brachte es auf den Punkt, als sie den 25.000 Menschen auf der Frankfurter Blockupy-Kundgebung an die EZB gerichtet zurief, und ich zitiere, ihr seid die wahren Randalierer, ihr zündet zwar keine Autos an, doch ihr setzt die ganze Welt in Brand. Angesichts der fortgeschrittenen Umweltzerstörung wird es nicht genügen, den Kapitalismus irgendwie grün zu machen oder einfach zum früheren sozialdemokratischen Modell des Marktes zurückzukehren. Papst Franziskus schreibt dazu in seiner Umweltenzyklika,
Die Umwelt ist eines jener Güter, die die Mechanismen des Marktes nicht in angemessener Form schützen oder fördern können. Wieder einmal ist es gut, eine magische Auffassung des Marktes zu vermeiden, die zu der Vorstellung neigt, dass sich die Probleme alleine mit dem Anstieg der Gewinne der Betriebe oder der Einzelpersonen lösen. Soweit der Papst. Einen umfassenden gesellschaftlichen Konsens werden wir nur erzielen, wenn wir mehr Gerechtigkeit bei der Aufteilung der Lasten für den Klimaschutz haben. Das gilt zwischen den Industrienationen und den Staaten des globalen Südens genauso wie innerhalb Deutschlands. Die Befreiung vieler großer Firmen von der EEG-Umlage geht überhaupt nicht. Dass Automobilhersteller über viele Jahre beim Verbrauch und Schadstoffausstoß betrügen, in Deutschland aber nicht zur Rechenschaft gezogen werden, ist ein Skandal. Dass viele Menschen, die in Hessen täglich den ÖPNV nutzen, dies quittiert bekommen, indem jedes Jahr beim Fahrplanwechsel der Fahrpreis ansteigt, ist ungerecht. Gleichzeitig wären schwere Dienstwagen und Kohleverstromung subventioniert. Das sind Schieflagen, Fehlanreize, Ungerechtigkeiten, die beendigt werden müssen. Kein Wort dazu in der Regierungserklärung. Kein einziges Wort, Frau Ministerin. Warum dürfen heute noch Wohnungen ohne Solarzellen und solarthermische Anlagen gebaut werden? Das geht nicht mehr 20 Jahre nach Kyoto. Und kommen Sie mir jetzt nicht wieder mit, man will die Menschen bevormunden. Wir bevormunden Bauherren an allen möglichen Stellen. Das ist auch richtig so und notwendig. Schließlich werden die auch an die Wasserspülung angeschlossen. Das ist auch eine Bevormundung. Wollen Sie die auch abschaffen? Warum subventionieren wir die klimaschädliche Landwirtschaft, die billige Produkte für den internationalen Agrarmarkt produziert? Und das ist nicht Bauernbeschimpfung, sondern das ist das Zusammentragen von Fakten. In Hessen gemästete Schweine und Hühner zerstören anderswo die Produktion. Das ist inakzeptabel, 2 Jahre nach Paris. Nein, es war schon immer inakzeptabel. Und warum diskutieren wir über die blaue Plakette, um relativ wenigen Dieselfahrzeugen die Einfahrt in unsere Städte zu verbieten, wo wir ab 2030 ausschließlich elektrisch und vor allem mit Bussen und Bahnen unterwegs sein müssten? Frau Ministerin, Sie reden doch über die Plakette zu einem Zeitpunkt, wo wir schon längst nicht mehr mit Diesel fahren dürfen. Klimaschutz darf die Gerechtigkeitslücke nicht noch vergrößern. Und das ist möglich, wenn wir beispielsweise einen ÖPNV für alle aus der Besteuerung von Kapitalgeschäften finanzieren, wenn wir die Mehrkosten für den öffentlichen Wohnungsbau in Passivhausstandard aus der Vermögens- und Erbschaftssteuer finanzieren. Alles nur Beispiele. Umverteilung für den Klimaschutz und für mehr soziale Gerechtigkeit, das ist der Weg, den wir einschlagen müssen. So gewinnen wir die Menschen für den Klimaschutz. Der Umbau unserer Infrastruktur für den Klimaschutz muss mit sozialen Verbesserungen, mehr Lebensqualität und mehr Mitbestimmung für die Mehrheit der Menschen in unserem Land einhergehen und nicht mit noch mehr Anreizen für die Industrie. Das sind die Voraussetzungen, die einen gesellschaftlichen Konsens für den Klimaschutz tragen. Die Luxusökologie der GRÜNEN verschärft eher die sozialen Gegensätze. Frau Ministerin, die Latte Macchiato-Bourgeoisie am Prenzlauer Berg oder im Frankfurter Nordend ist nicht die Avantgarde der Klimabewegung. Der Green New Deal mit seiner Wachstumslogik treibt die Anhäufung von Reichtum weiter voran und verschärft soziale Gegensätze. Das ungebremste Anhäufen von Reichtum in den Händen weniger ist nicht nur unsozial, er ist auch klimaschädlich. Klimafreundliche Ernährung oder artgerechte Tierhaltung werden nur dann zur dominierenden Produktionsweise, wenn die Haushaltseinkommen der Putzfrauen, Pförtner und Sicherheitskräfte auch hoch genug sind, damit sie sich diese Nahrungsmittel leisten können. Und sie werden sich nur dann durchsetzen, wenn die Interessen der mächtigen Fleisch- und Agrarlobby beschnitten werden. Auch davon haben wir kein Wort gehört. Und Frau Dorn, Ihre vornehme Beschäftigung dieses Haus ist ja wohl das Dazwischenschreien. Versuchen Sie es einmal mit selber reden. Umverteilung und soziale Gerechtigkeit sind eine zentrale Voraussetzung für den Klimaschutz, und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Was die Koalition aus CDU und GRÜNEN hier vorgelegt hat, ist nicht geeignet, die Klimaschutzziele zu erreichen.
weil die Experten vom BUND das gesehen haben, dass die Arbeit des Umweltministeriums nicht zielführend ist, haben Sie einen eigenen Klimaschutzplan für Hessen erstellt. Den kann man dann auch nachlesen, den gibt es schon eine ganze Weile. Ich denke, dass die GRÜNEN dem Punkt, an dem sie unglaubwürdig geworden sind, mit diesem Tag heute noch einmal einen großen Schritt näher gekommen sind. Das werden die Menschen da draußen auch merken. Sie sollten endlich wieder anfangen, sich zu besinnen, wo sie hergekommen sind und was ihre Ziele waren. Danke, Frau Schott. Für die FDP-Fraktion redet nun Herr Lenders. Nur immer so ein schönes Wasser hier. Herr Präsident, meine Damen und Herren, ja, wir diskutieren hier heute über einen Plan, der dazu beitragen soll, dass sich die weltweite Durchschnittstemperatur nicht mehr als um 2 Grad erhöht. Und der sogenannte integrierte Klimaschutzplan 2025 wird uns heute hier vorgestellt. Wir sollen jetzt über nicht weniger als einen Plan diskutieren, der Hessen CO2-neutral machen soll. Aber, meine Damen und Herren, Fakt ist, dass uns dieser Plan, das ist eben ja auch schon gesagt worden, Kollege Gremmels hat es Ihnen schon auch vernünftig versucht, mal darzulegen. Es ist einfach, so kann man parlamentarisch nicht arbeiten. Also, wenn Sie zum einen den Fraktionen irgendwo im Kleingedrückten mal eine Einladung zukommen lassen zu Ihrem, ja natürlich, Frau Dorn, im Kleingedruckten mal eine Einladung zukommen lassen nach dem Motto, wenn Sie Spaß haben, können Sie auch gerne mal vorbeischauen, wenn Sie glauben, allen Ernstes glauben, dass man Fraktionen, den Gesetzgeber, die höchste Vertretung, die dieses Land hat, auf diesem Wege hier formal einladen. Also, da haben Sie sich nur wirklich geirrt. Da haben Sie sich nur wirklich geirrt. Und, meine Damen und Herren, das hört ja nicht auf. Also, wir bekommen gestern Abend die Regierungserklärung. Das ist gut und schön. Aber wir sollen heute über einen Klimaschutzplan reden, der uns heute Morgen in die Postfächer reingegangen ist. Meine Damen und Herren, also das ist schon ein Verfahren, wie ich das hier, seitdem ich im Landtag bin, wirklich noch nicht erlebt habe. Und meine Damen und Herren, der Kollege Stephan hat sich ja hier stark an der FDP abgearbeitet. Weil ich habe eine Kolumne verfasst in der Fulderer Zeitung. Der Ministerpräsident hat gesagt, es wäre ja alles niederträchtig, was ich da gemacht hätte. Es wäre ja niederträchtig, was ich da reingeschrieben habe. Meine Damen und Herren, bis dato konnten wir nichts anderes nehmen zur Diskussionsgrundlage als das, was bis dato öffentlich bekannt war. Meine Damen und Herren, und dann redet diese Landesregierung jetzt von neuem Stil, der uns versprochen wird, von einem Jahr des Respekts. Also mit Respekt hat das, was diese Landesregierung im Moment macht, gegenüber dem Parlament nur überhaupt nichts mehr zu tun. Überhaupt nichts mehr zu tun. Und Frau Dorn, Sie laufen gerade Gefahr, auch in dieses Fahrwasser der herrlichen Respektlosigkeit zu geraten. Meine Damen und Herren, es gibt eine Erklärung dafür, warum sich der Ministerpräsident in der Debatte um Opel so aufgeregt hat. Das kann man ein bisschen nachvollziehen, wenn man das weiß, was Sie alles an Maßnahmen mal diskutiert haben und was uns dann heute vorgelegt wurde. Und jetzt sage ich einmal, dass diejenigen, die sagen, man muss unbedingt sehr viel mehr für den CO2-Wandel tun, um den CO2-Ausstoß zu vermeiden, dass der Kollege Gremmels sie genau in dieser Frage stark kritisiert, kann man nachvollziehen, weil in dem Plan, der uns jetzt vorgelegt worden ist, nichts Konkretes mehr drin steht. Da steht nichts Konkretes mehr drin. Man hat also ein bisschen den Eindruck, dass die CDU-Fraktion bis auf die letzte Minute, wahrscheinlich bis zu einer halben Stunde, bis uns der Plan mal ausgedruckt vorgelegt worden ist,
da rein agiert hat, damit da bloß nichts Vernünftiges mehr drinsteht. Man darf aber dann einmal die Frage stellen, wofür dieses Land 140 Millionen Steuergelder in den nächsten zwei Jahren ausgeben will. Die Frage, Herr Boddenberg, darf man. Ich nehme Ihnen das ab, dass Sie bis zum letzten Augenblick daran gearbeitet haben, dass das Schlimmste für den Standort Hessen rauskommt. Das nehme ich Ihnen ab. Aber, Herr Boddenberg, 140 Millionen, was wird denn das dann? 140 Millionen für eine Werbekampagne von grünem Wahlprogramm? Man könnte sagen, dass alles, was an konkreten Maßnahmen raus ist, sich nicht mehr wiederfindet, aber die GRÜNEN dafür 140 Millionen bekommen, um ihre Programme, um ihre Politik draußen verkaufen zu können. Das kann man daraus lesen. Meine Damen und Herren, wir haben einen Antrag gestellt, um das Parlament zu beteiligen. Es ist uns vorher immer wieder gesagt worden, ja, nun warten Sie mal ab bei Ihren ganzen Diskussionen. Warum wollen Sie eigentlich immer alles diskutieren? Sie haben doch noch gar keinen Klimaschutzplan. Und dann werden wir das Parlament natürlich beteiligen. Ich kann Ihnen die Redeauszüge geben. Und jetzt stellen Sie sich hin und sagen, na, es hat doch eine Einladung sozusagen zum runden Tisch gegeben. Meine Damen und Herren, lieber Herr Kollege Stephan, das ersetzt nicht ein normales parlamentarisches Verfahren. Es ersetzt kein parlamentarisches Verfahren bei dem Umfang, was der Klimaschutzplan dann beinhaltet. Meine Damen und Herren, Sie haben davon geredet, dass man eigentlich ein Gesetz machen müsste. Dann dürften wir uns wenigstens mal die Forderung stellen, dass wir eine normale Anhörung dann hier im Ausschuss durchführen. Das kann doch wohl nicht so viel verlangt sein. Und meine Damen und Herren, dass wir hier natürlich als FDP etwas kritischer draufblicken bei all dem, was da, ich würde sagen, an Spielraum für grüne Ideologie in diesem Papier noch drinsteckt, was uns jetzt vorgelegt worden ist. Meine Damen und Herren, deswegen möchte ich ganz gerne als FDP mal auf ein paar Widersprüche aufmerksam machen. Egal, wie man dazu steht, ich weiß, dass ein kritischer Diskurs über den Klimawandel fast nicht mehr möglich ist. Aber, meine Damen und Herren, bleiben wir einmal beim Wärmebereich bei den Wohnungen. Bei der Heizung wird in der Regel von Seiten der Politik massiv auf die Einsparung von Energie über die sogenannte Energieeinsparverordnung, über die ENEV, gesetzt. Bis zu einem bestimmten Punkt sicherlich nachvollziehbar. Meine Damen und Herren, aber wir sind mittlerweile dabei, einen Punkt zu überschreiten, der die Effizienz mit der Wirtschaftlichkeit und vor allen Dingen mit dem Ziel, günstigen Wohnraum zu schaffen, überhaupt nicht mehr in Einklang zu bringen ist. Wir schießen so sehr beim Wohnungsbau übers Ziel hinaus, bei dem Versuch zu dämmen, dass keiner mehr die Frage stellt, welche Belastungen und Altlasten produzieren wir denn eigentlich bei den Dämmstoffen. Und, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, wir diskutieren mittlerweile eine Dämmung, eine Isolation, eine Abschottung von Gebäuden auf so einem hohen Niveau, dass sie nicht drum herum kommen, gleich die Klima- und die Belüftungstechnik hinterherzuschicken, wenn sie nicht auf der anderen Seite den Schimmel im Haus haben wollen. Das macht keinen Sinn mehr. Und gleichzeitig ist es sozusagen ein Konjunkturprogramm für Lüftungsanlagen und Klimaanlagen, und auf der anderen Seite wollen Sie mit uns über CO2-Einsparungen diskutieren. Das passt nicht zusammen. Meine Damen und Herren, in der Landwirtschaft, in dem Ursprungsentwurf zum Klimaschutzplan wurde zum Thema Ernährung ziemlich unverblümt festgehalten, dass es Verhaltensänderungen bedürfe, die aber nur langsam erreicht seien. Deshalb sollte man in langsamen Schritten Änderungen hin zu veganen Speisekarten erreichen. Köche sollten umgeschult werden und so weiter. Meine Damen und Herren, nach den Erfahrungen, die die GRÜNEN mit dem Veggie Day gemacht haben, ist man ja an der Stelle mal ein bisschen vorsichtiger geworden. Aber es steckt da drin, dass von klein an die Menschen umerzogen werden sollen. Sollen von klein an umerzogen werden. Nein, Herr Boddenberg, es steht nicht drin. Das war nur, es steckt ja. Herr Boddenberg, ich habe Ihnen ausdrücklich zugestimmt, dass Sie diese konkreten Dinge alle scheinbar daraus bekommen haben.
buchen Sie es auf die Habenseite. Aber, meine Damen und Herren, Sie haben ja in diesem Klimaschutzaktionsplan, in diesem Klimaschutzplan ja immer noch drin, dass vor allen Dingen von den Schulen bis hin über die Ausbildung überall das Thema Klimaeinsparung, Klimawandel thematisiert werden soll. Herr Boddenberg, das, was Sie wollen, ist das flächendeckend ein kritischer Diskurs nicht mehr möglich ist. Das, was Sie wollen und was Sie bezwecken, Herr Boddenberg, ist, dass jedermann akzeptiert, es gibt einen Klimawandel und dass sich sämtliche grüne Politik davon ableiten lässt. Herr Boddenberg, das führt dazu, dass Sie Leute haben, die durch die Gegend laufen, Ihnen erklären, dass dort ein Problem ist. Und das Einzige, was hilft, um dieses Problem zu bekämpfen, ist, das grüne Programm zu wählen. Und wenn Sie das grüne Programm wählen, werden damit grüne Versorgungsposten geschaffen, die Ihnen genau dann wieder erzählen, wo denn eigentlich das Problem ist. Genau so läuft die Nummer. Herr Boddenberg, wenn Sie das noch nicht verstanden haben, wie das laufen soll, wenn Sie noch nicht verstanden haben, wie das hier funktionieren soll, genauso läuft das. Es ist scheinbar nicht möglich, dass hier irgendwie kritisch mal diskutiert werden kann. Nein, scheinbar nicht. Ja, ich meine das sehr ernsthaft, Herr Al-Wazir. Ich gehe auch gerne mit Ihnen an dieser Stelle, weil ich habe nämlich noch viel Zeit, auch gerne hier in den Diskurs ein. Ob das sinnvoll ist, dass hier zwei Staatsminister in einem Jahr des Respekts sich jetzt gerade totlachen über die Rede eines Abgeordneten, weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Zeigt mir nur, Herr Al-Wazir, dass Sie das Verständnis für Parlamentarismus überhaupt nicht mehr haben. Und dass Sie genau das bezwecken mit denen, was Sie hier an Weiterbildungsmaßnahmen und Schulungsmaßnahmen hier mit diesen 140 Millionen alles bezahlen wollen. Meine Damen und Herren, eine vernünftige Diskussion zum Beispiel, was hat denn die Firma Opel dazu gebracht? Was hat denn die Firma General Motors dazu gebracht, zu sagen, wir steigen aus dem Europageschäft mit Opel aus? Dass sie gesagt haben, welche Rahmenbedingungen haben wir denn? Dass wir gesehen haben, mit den Klimaschutzvorstellungen, die jetzt hier in Europa vorgehen, ist das noch ein Business Case in den nächsten Jahren, ja oder nein? Meine Damen und Herren, das Problem ist, dass die Verbraucher von Opel nicht von den Dieselfahrzeugen, wie politisch gerne gewünscht, auf Elektromobilität umstellen, sondern sie stellen sich auf Benzinfahrzeuge um. Und das Portfolio, die Fahrzeugflotte von Opel, dann am Ende Strafzahlungen nach sich zieht in Europa. Herr Boddenberg, jetzt müssen Sie nicht weggucken. Die kosten ein Unternehmen wie Opel Milliarden. Und dass sich General Motors dann fragt, ist das noch ein Business Case in die Zukunft, und am Ende sagt, nein, wir stoßen das Unternehmen ab. Meine Damen und Herren, das hat etwas damit zu tun, dass das, was Ihnen der Kollege Rentsch gesagt hat, Sie gefährden den Industriestandort in Deutschland mit solchen Vorstellungen. Nichts anderes hat er Ihnen versucht zu erklären. Sie wollen das nicht wissen, Sie wollen das nicht hören. Es ist dann jetzt auch die Verkehrswende ausgebracht. Und auch hier erleben wir ja, dass in solche Maßnahmen wie z.B. die Zu-Fuß-Gehen-Offensive der Landesregierung unterstützt wird, dass es dort mehr Schienenverkehr geben soll. Meine Damen und Herren, Sie haben eine Barfußaktion. Also, wer wirklich allen Ernstes glaubt, dass er mit dem Zu-Fuß-Gehen in Hessen den Klimawandel weltweit rettet, meine Damen und Herren, da habe ich dann doch mal erhebliche Zweifel. Da habe ich doch mal erhebliche Zweifel. Meine Damen und Herren, wir vertreten die Meinung, dass der Klimawandel nicht in Hessen zu retten ist, dass wenn überhaupt eine europäische Lösung geben muss. Und ich weiß, dass es Abgeordnete im Europaparlament der GRÜNEN gibt, die das genauso sehen. Und ich bin sehr froh, dass nicht mehr und nicht weniger, sondern der Minister Altmaier sich jetzt auch auf die Seite geschlagen hat und genau die These vertritt, die wir Ihnen auch versuchen, permanent klarzumachen. Wir hatten nämlich gesagt,
Veranstaltung. Ich bin fest davon überzeugt, dass der Weg nationaler Ziele falsch ist. Ich kann ihm nur recht geben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke, Herr Lenders. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN redet nun Frau Dorn. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Heute ist ein Tag, der stolz macht. Heute ist ein Tag, der Freude macht. Und heute ist ein Tag, der Zuversicht macht. Wir zeigen mit diesem Klimaschutzplan Hessen, leistet seinen Beitrag, zur Erfüllung der Klimaschutzziele, die weltweit Ende 2015 in Paris, auf die sich weltweit geeinigt wurde. Und der hessische Plan ist einzigartig. Einzigartig zum einen, weil wir machbare Lösungen haben. Wir gehen vom Abstrakten zum Konkreten. Einzigartig, weil unser Fokus ist auf gemeinsam, auf Motivation. Wir gehen vom Klimaschutz der Lebensbewahrung zum Klimaschutz der Lebensbejahung. Und wir beweisen, dass Ökonomie und Ökologie eben nicht als Gegensätze zu verstehen sind, sondern dass sie immer gemeinsam gedacht werden müssen. Genau das macht uns einzigartig. Und ich möchte noch einmal ganz deutlich sagen, der Klima Wandel, der Kampf gegen den Klimawandel, das ist das, was uns antreibt. Und man kann diesen Kampf eben nicht aufschieben, weil er gerade einmal unbequem ist, wie für die FDP, oder weil er gerade die politischen Schlagzeilen nicht bestimmt, wie für die SPD. Die Erderwärmung geht unaufhaltsam voran. Wir merken ja sogar in Hessen die Auswirkungen, Herr Kollege Lenders. Auch, ja, wir freuen uns alle gerade jetzt über diesen wunderbaren frühen Frühling. Der ist schön. Aber die Verschiebung der Jahreszeiten hat nicht nur für die Natur enorme Probleme, sondern auch für den Menschen. Es gibt zum Beispiel ganz neue Krankheitserreger, mit denen wir vorher nie zu kämpfen hatten. Es gibt gerade im Sommer Dürrezeiten, Hitzeperioden. Wir haben Starkregenereignisse, all das nur in unseren gemäßigten Klimazonen. Und weltweit, das wissen wir alle, werden die Auswirkungen noch viel dramatischer sein. Und das geht uns erstens alle uns an, und zweitens wird uns das ganz direkt betreffen. Wir sehen es ja schon jetzt durch die Krisen, die aktuell sind. Die Flüchtlingsbewegungen wurden auch mit durch den Klimawandel verursacht, weil diese Dürrekatastrophen zu Hungerkatastrophen geführt haben und das die Konflikte mit angeschärft hat. Es war eine Mitursache. Wenn Sie sich aktuell die Probleme anschauen, dann kann man nur erahnen, was da noch kommt. Deswegen ist uns so wichtig, das Thema Klimaschutz ist nie nur Umweltpolitik, sondern es ist am langen Ende eine Friedens- und Sicherheitspolitik. Und deswegen haben wir keine Zeit bei diesem Thema. Und Herr Kollege Lenders, ich habe jetzt gerade ziemlich irritiert Ihrem Vortrag gelauscht. Wollen Sie gerade wirklich kritisieren, dass in den Schulen gelehrt wird, dass es den Klimawandel gibt und welche Folgen der hat? Wollen Sie das allen Ernstes kritisieren? Und was heißt das eigentlich? Sagen Sie damit, dass Sie glauben, der Klimawandel existiert nicht? Also sagen Sie doch einmal ganz konkret, was Sie hier meinen, aber dass in unseren Schulen über das Thema Klimawandel gelehrt wird, das ist doch hoffentlich hier in diesem Hause absolut Einigkeit, denn das ist ganz wesentlich für die Zukunft unseres Landes. Wir beginnen heute nicht mit Klimaschutz. Wir haben jetzt einen systematischen Plan entwickelt. Wir bauen auf einer Menge auf, was wir schon erreicht haben. Ja, wir haben die Energiewende vorangebracht. Beim Windkraft haben wir gerade einen Rekordausbau erreicht. Wir haben bei dem Thema energetische Sanierung schon ganz viel gemacht. Wir haben gerade die Umstellung auf LED-Leuchten gehört, dass das Programm sozusagen noch besser ist als erwartet und sogar 60.000 Straßenleuchten umgestellt worden sind. Wir haben die Verkehrswende schon vorangebracht durch die Regionalisierungsmittel. Wir haben eigene Landesmittel in ÖPNV reingebracht. Wir sind Vorreiter. Auch das gehört zum Klimaschutz bei der Landwirtschaft, beim Ökolandbau. Wir machen immer mehr Anreize für die konventionelle Landwirtschaft, dass die auch immer nachhaltiger wirtschaftet. 40% haben wir die Mittel gesteigert. All das. Wir haben schon ein ganz breites Fundament, weil natürlich Klimaschutz, seit wir regieren und auch schon davor bei uns immer das Zentrum war unseres politischen Handelns. Und was ist jetzt neu? Neu ist dieser systematische Plan, der auf die Erfüllung der Ziele ausgerichtet ist. Ganz klar auf die Erfüllung der Ziele. Und Frau Kollegin Schott, ich weiß gar nicht, warum Sie den Plan nicht einmal gelesen haben. Wir haben uns ganz klar verbindliche Ziele zur CO2-Einsparung gesetzt. Frau Kollegin Schott, die
Erstens waren alle Vorentwürfe waren im Internet zu finden, und Sie hätten seit gestern Mittag diesen Plan hätten Sie durchaus sehen können. Aber ich erkläre es Ihnen gerne einmal, Frau Kollegin Schott, wenn Sie mir nicht dauernd in mein Ohr brüllen, was für Ziele und für Zwischenziele wir uns gesetzt haben. Wir wollen 2050 klimaneutral sein. Wir wollen die Treibhausgase im Vergleich zu 1990 bis 2050 um 90% reduzieren. Und, das ist neu, was wir als Koalition uns geeinigt haben, wir haben uns Zwischenziele gesetzt. Wir wollen bis 2020 30% die Treibhausgase reduzieren und bis 2025 um 40%. Und Herr Kollege Gremmels, Sie haben ja kritisiert, wir haben ja kein Gesetz gemacht wie in NRW, wir haben ja nur einen Plan. Ja, haben Sie sich denn einmal angeschaut, was Sie in NRW gemacht haben oder auch in Rheinland-Pfalz? Das haben Sie aber leider nicht erwähnt, wenn Sie es angeschaut haben. Das Einzige, was im Klimaschutzgesetz steht in NRW, das sind die Ziele, die ganzen Maßnahmen. Dafür hat NRW genau wie wir ein Klimaschutzkonzept gemacht. Und, Herr Kollege Lenders, auch das war nicht im Parlament, wie in allen anderen Bundesländern auch, weil das so umfangreiche Arbeiten sind, dass die nicht in ein Gesetz hineinpassen. Wir haben nichts anderes gemacht. Unser Klimaschutzplan ist genauso verbindlich und genauso umfangreich wie die der anderen. Der einzige Unterschied ist, dass die noch ihre Ziele im Gesetz stehen haben, und wir haben die Ziele anders verbindlich festgelegt. Ansonsten gibt es keinerlei Unterschied zwischen den anderen Ländern, nur in den Zielen. Da sind wir teilweise unterschiedlich, und das zu Recht. Weil, das haben nicht nur wir gut gemacht, sondern auch die anderen Bundesländer. Alle schauen sich ihre Sektoren an. Wo können wir denn bestmöglich reduzieren? Und unser großes Thema ist der Verkehr. Das macht unseren hessischen Klimaschutzplan aus. Herr Kollege Gremmels, Sie sollten sich mit der Materie wirklich näher beschäftigen, wenn Sie uns Vorwürfe machen, wir würden das etwas anders machen als in NRW. Wir haben es mindestens genauso gut gemacht. So. Zweiter Punkt, den wir ganz besonders machen. Wir haben einen sehr breiten Beteiligungsprozess gemacht. Die Maßnahmen, haben ja einige gesagt, das wurde ja alles im stillen Kämmerlein vorbereitet. Nur weil Sie nicht Bestandteil waren, weil Sie sich geweigert haben, können Sie doch nicht immer wieder die Unwahrheit hier sagen. Es gibt ein Fachkonsortium, das hat den ersten Entwurf gemacht. Das Fachkonsortium hat mit einem Steuerungskreis das vorgelegt. Das wurde sehr intensiv diskutiert. Da gab es auch teilweise kontroverse Sitzungen. Da gab es aber sehr viele konstruktive Beiträge. Viele, viele Sitzungen, insgesamt bis zu 200 Verbänden waren hier beteiligt. Und dann wurde jeder Zwischenschritt im Internet veröffentlicht. Und jede Bürgerin, jeder Bürger in Hessen hatte die Möglichkeit, das auch noch zu kommentieren. Wie viel Beteiligung geht eigentlich noch? Ich sehe keine weitere Möglichkeit. Und jetzt kommen die Kollegen von CDU und SPD mit dem Thema, wir brauchen eine Anhörung. Wozu brauchen Sie denn eine Anhörung? Wir haben die größte, Herr Kollege Lenders, eine größere Beteiligung gibt es kaum. Nur weil Sie verpasst haben, mitzumachen, weil Sie jetzt so tun, als ob Sie nie eingeladen worden wären, was ich auch gleich noch einmal Ihnen zeige. Eine Anhörung bringt uns in keinem Punkt weiter. Alle, die wir einladen könnten zu einer solchen Anhörung, waren viel mehr beteiligt, als sie es in einer Anhörung hätten sein können. Die haben mitgearbeitet, die haben mit Kompromisse errungen. Sie waren davon nicht Bestandteil, aber da können Sie uns keinen Vorwurf machen. Eine Anhörung ist doch nicht dafür da, dass man für diejenigen, die geschwänzt haben, dann Nachhilfe gibt. Dafür ist eine Anhörung sicherlich nicht da. Und Herr Kollege Lenders, wenn Sie immer wieder sagen, Sie wären nicht eingeladen worden. Ich habe noch einmal die E-Mail mitgenommen, zu der ich mich rückgemeldet habe, zu der sich alle Personen aus dem Steuerungskreis zurückgemeldet haben und die Ihr Kollege Fraktionsvorsitzende bekommen hat. Einladung zur Teilnahme am Steuerungskreis Klimaschutz und Klimawandelanpassung. Das ist der Betreff dieser E-Mail. Entschuldigung. Herr Kollege Kremis, brauchen Sie dann extra einen Brief auf goldenem Papier, wenn Sie eingeladen werden, wenn alle anderen sich dann normal zurückmelden können? Es ist eine ganz normale Einladung an Sie gegangen, und Sie haben sich nicht zurückgemeldet und haben das mehrfach hier wieder kritisiert und sind nie gekommen. Sie haben es verpasst. Wir hätten diese Chance als Opposition nie vergeben, bei so einem wichtigen Teil Bestandteil zu sein. Wenn Sie sich dagegen entschieden haben, ist es Ihre Sache. Aber andere dafür zu beschimpfen, das ist unverschämt. Die dritte Besonderheit. Wir haben ganz genau analysiert, wo stehen wir, wo müssen wir hin und wie kommen wir dahin.
Und wo wir stehen, das wurde mit einer Vorstudie gemacht, wo wir hin müssen, da gibt es jetzt einen ganz systematischen Plan, und zwar in allen Bereichen. Im Bereich Wärme, Verkehr, inklusive Flugverkehr, Frau Schott, im Bereich Strom, Wohnen, Landwirtschaft, Bodenschutz, sogar Abwasser. Und wir haben ganz speziell geguckt, wo hat Hessen eigentlich Bedarf und Potenzial. Und deswegen ist der Fokus in dem Klimaschutzplan sehr stark auf dem Verkehrsbereich. Und dann haben dieser Steuerungskreis und alle gemeinsam Lösungen entwickelt, Lösungen, wie wir das Ziel erreichen können. Und daraus sind 140 konkrete Maßnahmen geworden. Frau Kollegin Schott hat gesagt, nur ankündigen. Der Herr Kollege Gremmels hat gesagt, das wäre ja alles kleinteilig. Was den Plan ausmacht, sind 140 konkrete Maßnahmen. Ich sage Ihnen mal ganz ehrlich, solche Maßnahmen hätten wir uns gewünscht auf Bundesebene für das Klimaschutzkonzept, dass genau konkrete Maßnahmen in die Hand genommen worden wären, die klar ausgerichtet sind an einem Ziel. Und jetzt kritisieren Sie uns dafür, dass wir konkret werden. Das ist doch nicht Ihr Ernst, wenn es um Klimaschutz geht. Und ich sage Ihnen noch etwas, was uns besonders macht, auch besonders macht im bundesweiten Vergleich. Bis jetzt waren die Klimaschutzpläne meistens so aufgestellt, dass Maßnahmen genannt worden sind, aber die Finanzierung war unklar. Die hing immer noch davon ab, wie es jetzt mit dem Haushalt weitergeht. Wir haben 140 Millionen € für die priorisierten Maßnahmen schon bereitgestellt. Die können jetzt angegangen werden. Das ist etwas sehr Besonderes und etwas sehr Konkretes, Frau Schott. Wenn Sie sich damit einmal beschäftigen würden, würden Sie das auch merken. Das ist nicht kleinteilig, das ist konkret und das ist schlagkräftig. Jetzt nenne ich Ihnen einmal ein paar Beispiele, was wir so machen. Im Bereich Verkehr, Förderung Radverkehr, das Jobticket, Förderung emissionsarmer Verkehrsmittel, also Umrüstung von Bussen, klimafreundlicher Güterverkehr. Als Beispiele, im Bereich Gebäude, dass wir schauen, genau, wie kann man die schlechte Inanspruchnahme der KfW-Förderung verändern. Im Bereich Güterverkehr ist mit drin. Im Bereich Landwirtschaft, Beratung für landwirtschaftliche Betriebe zu Klimaschutz. Landesenergieagentur hat der Kollege Gremmels ja auch genannt, bis hin zu solchen Sachen wie Green Finance. Ganz konkrete Maßnahmen, die in die Zukunft gerichtet sind, die neu sind, und die können sich sehen lassen. Das wird uns richtig voranbringen. Sie haben in der Sache nichts zu diesen ganzen Maßnahmen genannt, sondern haben irgendeine oberflächliche Kritik geäußert und haben sich anscheinend niemals mit diesen einzelnen Punkten beschäftigt. Das ist sehr, sehr schade, weil dieser Klimaschutzplan wird Hessen richtig bewegen in dem Thema. Der vierte Punkt, der uns besonders macht. Wir sind ganz fest der Meinung als Koalition, Klimaschutz braucht Akzeptanz. Deswegen haben wir einen klaren Fokus, Motivation. Wir haben ja Lust, andere mitzureisen. Für uns ist Klimaschutz das, was uns ausmacht, das, was wir voranbringen wollen. Und wir sind ganz sicher, andere werden uns dann folgen, wenn Klimaschutz nicht mit Bürde und Verzicht verknüpft wird, was es auch nicht ist, sondern mit Gewinn. Und ich glaube, es gibt kein schöneres Beispiel für das als das Schülerticket. Ganz ehrlich, die jungen Menschen, die das Schülerticket sich holen, die werden dabei nicht an Klimaschutz denken. Brauchen sie auch gar nicht. Die werden daran denken, dass sie frei sind, dass sie frei wählen können, dass sie jetzt von Marburg nach Frankfurt am Samstag ins Museum oder zum Einkaufen fahren können, dass sie auf die nächste Party können. Genau das sollen sie ja auch. Und das ist Klimaschutz, was ich meine. Von der Lebensbewahrung zur Lebensbejahung, weil es ein echter Zugewinn ist. Und für das stehen wir mit diesem Klimaschutzplan. Der fünfte Punkt, der uns ganz einzigartig macht. Wir denken Ökologie und Ökonomie zusammen. Wir setzen auf die Potenziale in der Wirtschaft, in der Landwirtschaft, in der Gesellschaft. Und es gibt enorme Potenziale in der Wirtschaft, auch wenn der Kollege Lenders immer wieder das Gegenteil versucht zu erklären. Es gab auch eine Studie parallel zum Klimaschutzplan. Ich weiß nicht, ob Sie die wahrgenommen haben, Herr Kollege Lenders. Da gibt es ein klares Ergebnis. Langfristig nützt es mehr, als dass sich Nachteile ergeben. Es gibt nämlich einen Fehler, den die FDP immer wieder gerne macht, ich denke auch bewusst. Sie nennen immer die Kosten für den Klimaschutz, aber nie die Kosten für den Klimawandel. Wenn wir nichts tun, werden die Kosten viel gewaltiger sein. Und was Sie auch nicht benennen, sind die Potenziale, die sich ergeben. Wir haben hier richtige Zukunftsmärkte, und wir wollen doch unsere hessische Wirtschaft fit machen für den Bereich. Insofern nutzen wir die Potenziale. Ihre Wirtschaftspolitik ist eine Wirtschaftspolitik der 70er Jahre, die ein Schreckgespenst aufspielt von einer Bedrohung durch Umwelt- und Klimaschutz. Das existiert so nicht mehr, Herr Kollege Lenders. Und natürlich gibt es Wirtschaftszweige, für die wird der Übergang schwieriger. Alle stellen sich darauf ein.
dass es eine Welt gibt ohne CO2-Ausstoß, aber für einige wird der Übergang schwieriger, für andere ist er leichter. Und für die es schwieriger wird, für die brauchen wir Unterstützung, und denen geben wir Unterstützung mit diesem Plan. Die brauchen Unterstützung, um Investitionen zu tätigen, umzusteuern. Und wir geben denen auch gerne die Unterstützung, weil wir wissen, langfristig werden die auch nur wirtschaftlich erfolgreich arbeiten, wenn die effizient arbeiten, effizient in Sachen Klimaschonung, effizient in Sachen Ressourcenschonung. Das ist auch mit grünen Ideen schwarze Zahlen. Genau mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben. Genau diesen Punkt meinen wir damit. Der letzte Punkt, was uns besonders macht, was uns sehr besonders macht im Gegensatz zur Bundesregierung: Bei uns haben Umweltministerium, Herr Kollege Gremmels, und Wirtschaftsministerium an einem Strang gezogen. Was war das für ein Trauerspiel in der Bundesregierung? Ich habe mir alle Phasen des Klimaschutzplans in der Bundesregierung angeschaut. Die drastischsten Streichungen, die gab es, als der Klimaschutzplan von Frau Hendricks zu Herrn Gabriel wechselte. Da waren die drastischsten Streichungen, auch wenn die SPD sich gerade untereinander unterhält. Die wissen wahrscheinlich, warum sie gerade nicht zuhören wollen. Die beiden Kollegen der SPD, die drastischsten Streichungen. Ja. Das ist ja angenehm, dass Sie im Plenum Gespräche führen, während ich versuche, auf Ihre Kritik einzugehen. Aber ich muss mir die Mühe ja nicht machen. Okay. Ich verstehe, Herr Kollege, dass Sie gerade gerne ablenken wollen von dem Problem, was die SPD Hessen mit ihrer Bundes-SPD hat. Kann ich gut verstehen, dass Sie davon ablenken wollen, weil es ist einfach schlicht so gelaufen. Frau Hendricks ist wirklich als Tiger gestartet, als echter Tiger. Das war ein Klimaschutzplan, der konnte sich durchaus sehen lassen. Und dann kam er zum Wirtschaftsminister. Und ich habe mir genau angeschaut, wie die Entwicklungen waren von der Phase zu der Phase. Er wurde danach sogar noch einmal besser, bis er in der Koalitionsrunde war. Herr Gabriel hat alles gestrichen, wo das Wort nur Dekarbonisierung vorkam. Wo vorher verbindliche Ziele standen beim Kohleausstieg, steht heute nichts mehr. Das ist dann leider auch so geblieben. Im Bereich Landwirtschaft, wo wir so eine Menge Maßnahmen haben, gibt es keine einzige konkrete Maßnahme. Und wissen Sie, Sie scheinen ja Sigmar Gabriel fast schon vergessen zu haben. Aber auch der neue Messias, Herr Schulz, setzt genau an dieser Politik an. Und das ist das Problem. Die SPD ist eben Kohle statt Klima und große Worte statt großer Taten. Und das ist der Unterschied in Hessen. In Hessen haben wir diesen Plan einig gemacht. Der Wirtschaftsminister, der Verkehrsminister und die Umweltministerin haben einen Strang gezogen. Aber nicht nur die beiden. Die Regierung gesamt. Der Finanzminister, der Kultusminister, der Sozialminister, all die haben an diesem Plan mitgewirkt. Deswegen möchte ich einfach auch einmal Danke sagen, weil das ein Riesenpaket war. Ich weiß, wie viel Arbeit das war. Ich möchte vor allem Danke sagen dem Steuerungskreis, den vielen Menschen, die sich hier eingebracht haben und die in Teilen hier gerade mit Füßen getreten werden von Ihnen mit Ihrer Kritik. Die haben sich hier unglaublich reingesetzt für ein richtig gutes Programm. Und dafür wirklich, glaube ich, müssen wir alle einmal sagen, danke, danke für den Einsatz. Er hat sich definitiv gelohnt. Unser Klimaschutzplan ist ein großer Wurf. Er ist etwas Einzigartiges. Nein, er ist wirklich etwas Einzigartiges. Er ist etwas Einzigartiges, weil er nur die hessischen Dinge in den Blick nimmt, Herr Kollege. Und hätten Sie sich beim Beteiligungsprozess mit auseinandergesetzt, würden Sie das auch merken, dass es ein einzigartiger hessischer Klimaschutzplan ist, der in NRW und der aus Hessen und der aus Rheinland-Pfalz haben alle Gemeinsamkeiten, aber auch ganz viele einzelne Dinge, die nur für die spezifisch gelten. Und wir haben einen einzigartigen hessischen Klimaschutzplan, einen Klimaschutzplan, der einen Fokus setzt auf die Lebensbejahung, der einen Fokus setzt darauf, dass wir Ökologie und Ökonomie verbinden, und der einen Fokus darauf setzt, ganz konkret mit einzelnen Maßnahmen, die finanziert sind, ganz schlagkräftig etwas für den Klimaschutz zu tun. Ich bin darauf sehr stolz, und ich bedanke mich auch beim Koalitionspartner und beim Peter Stephan für diese konstruktive Arbeit. Vielen Dank.
Vielen Dank, Frau Kollegin Dorn. Als nächstes spricht Herr Abg. Rentsch, Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Frau Kollegin Dorn, jetzt haben Sie sich gar nicht so gelobt, wie Sie sich hätten loben können, aus meiner Sicht. Das muss man doch einfach sagen, dass die grüne Umweltministerin, Frau Kollegin Hinz, das mit diesem Klimaschutzaktionsplan, man könnte fast sagen, perfide gut gemacht hat. Das ist einfach respektabel. Also, Frau Hinz, ich habe, will ich wirklich anerkennend sagen, großen Respekt vor dieser Leistung. Also, es gibt ja viele Themen, wo wir mit Respekt daneben stehen, ob das jetzt die Jagdverordnung ist oder die Ökolandwirtschaft oder der Bereich des Verbraucherschutzes oder die Schweinemast, wo Sie immer wieder sehr aus Ihrer Sicht in Ihre Klientel sehr klug agieren. Ich manchmal das Gefühl habe, dass die Union ein bisschen überrascht ist und ein Stück im Verteidigungsmodus, aber Sie ein bisschen auch das Verfahren bestimmen. Das haben Sie bei diesem Klimaschutzaktionsplan perfektioniert. Respekt. Muss ich einfach sagen, Respekt. Und Frau Kollegin Dorn, ich glaube, der Kollege Gremmels hat das mit seinem Zwischenruf schon richtig thematisiert. Es ist eben nicht das Gleiche, ob man in einer E-Mail, die sicherlich CO2-schonend ist, weil sie nicht ausgedruckt worden ist im hoffentlichen Sinne, sozusagen eine Einladung verteilt, wo dann die Regierungsfraktionen dabei sind, aber komischerweise die komplette Opposition nicht. Also, da kann man vielleicht darüber nachdenken, ob das so richtig gut war, aber sei es drum. Aber das, was wir wollen, ist etwas anderes. Wir wollen, dass einer der größten Projekte, und 140 Millionen € Steuergeld ist doch nun wirklich nicht wenig, eines der größten Projekte der Landesregierung im Bereich des Umweltschutzes hier in diesem Landtag transparent diskutiert wird, meine sehr geehrten Damen und Herren. So, es ist vorhin dazwischengerufen worden. Ist dazwischen gerufen worden, mutig vom Kollegen Boddenberg, das ist ja nicht neu, nach dem Motto, ist doch schon häufig diskutiert worden, richtig, weil wir ungefähr viermal das Thema hier auf die Tagesordnung gesetzt haben, ich aber bisher noch keinen einzigen Antrag von CDU und GRÜNEN hier vernehmen konnte, dass Sie das Thema hier einmal transparent diskutieren wollen. Und deshalb glaube ich, ist es doch nichts Illegitimes, dass wir sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, auch bei der Frage, wie wir dieses Parlament sehen, dass es notwendig ist, dass ein so einschneidender und Frau Dorn hat es ja gesagt, weitgehender, aus ihrer Sicht sehr weitgehender Entwurf hier auch die Möglichkeit bekommt, in einer sauberen Anhörung transparent und offen diskutiert zu werden. So viel, sage ich mal, Selbstbewusstsein sollte doch der Hessische Landtag haben. Und deshalb werbe ich noch einmal für den gemeinsamen Antrag von SPD und FDP. Ich kann aber auch schon sagen, dass wir auf jeden Fall, egal, ob Sie das jetzt beschließen oder nicht, diesem Sachverhalt einer Anhörung zuführen werden. Ein zweiter Punkt, der mir wichtig ist. Kein Land der Welt, meine Damen und Herren, spart CO2 so teuer ein wie Deutschland. Ich habe gerade mit dem Kollegen Rock über die Tatsache gesprochen, dass der CO2-Ausstoß wieder steigt und dass, Frau Kollegin Hinz, die bisherige Klimaschutzpolitik, möglicherweise auch diese Energiewende mit 25 Milliarden € alleine für das EEG von ihren Erfolgen relativ weit hinten liegt. Man könnte auch, wenn man bösartig wäre, sagen, sie ist gescheitert. So. Jetzt müssen wir doch gemeinsam feststellen, und jetzt will ich gar nicht das, was Sie als Grundanliegen haben, und da würde ich auch Kollegen Boddenberg zustimmen, ich glaube, wir haben alle ein Interesse, dieses Thema in den Blick zu nehmen. Ich bin ein bisschen anderer Auffassung als Kollegin Dorn, dass ich finde, dass man junge Menschen mit der Kompetenz versehen muss, sich dort eine eigene Meinung zu bilden, ihnen die Meinung sozusagen schon mitzugeben. Das sehe ich anders. Ich finde, wir brauchen mündige Bürger, nicht geleitete Bürger an der Stelle. Aber es ist ja gut, dass wir uns noch an der einen oder anderen Stelle unterscheiden. Aber dass wir das Thema thematisieren, finde ich völlig in Ordnung. Und dass es auch in der Wissenschaft dazu unterschiedliche Meinungen gibt, glaube ich, auch das ist unbestritten. Aber Fakt ist doch, dass wir als Hessen, und das, glaube ich, Frau Kollegin Dorn, ist ein ganz wichtiger Punkt, neben der Tatsache, dass wir in Deutschland so teuer CO2 einsparen wie in keinem anderen Land, und dass das die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen und die Arbeitnehmer, deren Arbeitsplätze vielleicht durch eine solche Politik wegfallen, zum Schluss zu zahlen haben, dass wir über diese Frage auch diskutieren sollten, weil jede Tonne CO2, die wir hier einsparen, im Emissionshandel irgendwo anders emittiert werden darf. Meine Damen und Herren, diese Frage zeigt doch, dass nationale oder sogar internationale Alleingänge an dieser Stelle wenig Sinn machen, sondern dass das, was Kollege Lenders völlig zu Recht ausgeführt hat, wirklich notwendig ist, dass wir mit einer europaweiten Strategie, und ehrlicherweise, wir suchen gute Projekte für Europa, damit uns Europa nicht um die Ohren fliegt, dass wir mit einer europaweiten Strategie CO2 einsparen und nicht wie hier eine Tonne einsparen, die die Franzosen nachher mehr emittieren dürfen. Das macht wirklich wenig Sinn und ist auch wirklich ein Stück Fegelei.
Jetzt haben Sie gesagt, wir haben es gar nicht so richtig gelobt. Das ist schade, das stimmt. Wir haben es ja auch erst kurzfristig auf dem Tisch. Jetzt kann man, Herr Kollege Boddenberg, nicht jeden Entwurf, der hier durch die Gegend gegeistert ist, für voll nehmen. Wir wissen ja, dass Sie da noch viel Hand eingelegt haben. Da gab es ja unterschiedlichste Entwürfe, die kursiert. Man weiß ja immer auch nicht, was richtig und was falsch ist. Seit heute Morgen haben Sie uns netterweise dann auch beteiligt. Und dann kann man lesen, und da bin ich auf Seite 36 schon über einen Punkt gestolpert, den kann man jetzt negativ interpretieren oder positiv. Aber ich will es mal vorlesen, nur damit man mal ein Gefühl kriegt. Und dann habe ich ein bisschen ein Gefühl dafür, was damit passiert. Da steht: Beseitigung des Vollzugsdefizits bei der Energieeinsparverordnung. Bei der Umsetzung der Energieeinsparverordnung ist ein Umsetzungsdefizit zu beobachten. Das Land entwickelt daher gemeinsam mit den Kommunen ein kosteneffizientes Verfahren, wie die Einhaltung der NF in Zukunft auf örtlicher Ebene, und jetzt achten wir auf das Verb, besser kontrolliert werden kann. Frau Dorn, jetzt muss ich Sie fragen, ist das jetzt die grüne Klimapolizei, die vor Ort den Menschen erklärt, was sozusagen geht und was nicht geht? Also, wenn ich das Wort Kontrolle und Grün lese, das mag sein, dass ich da 70er bin. Das ist möglich, dass ich das bin. Ich bin ja auch in den 70ern geboren. Aber da habe ich kein gutes Gefühl. Da habe ich einfach kein gutes Gefühl, Ihnen ein solches Instrument in die Hände zu legen. Ich weiß, Frau Kollegin Hinz ist da sehr auch ambitioniert, das, was sie dort macht, auch umzusetzen. Aber da habe ich ehrlicherweise zu wenig Vertrauen in Ihre Politik, dass das nachher so ausgeht, wie Sie das oder wie wir uns das vorstellen, sondern das wird zum Schluss die Klimapolizei sein, die den grünen Finger bei den Leuten sozusagen vors Gesicht hält und sagt, das dürft ihr nicht. Und das ist eine Politik, meine sehr geehrten Damen und Herren, die wir nicht wollen. Und deshalb, Herr Kollege Rentsch, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Herr Präsident, vielen Dank. Deshalb will ich abschließend noch einmal werben. Wir haben ja den Antrag früh genug eingebracht. Ich glaube, hier kann jeder, der nichts zu verbergen hat, das ist ja ein Satz, der vom Innenminister sonst kommt, sich einer Anhörung anschließen. Ich glaube, das Verfahren haben Sie ja selbst gelobt. Und dann sollten wir den Klimaschutzaktionsplan auch der Öffentlichkeit zuführen. Wenn wir das hinkriegen gemeinsam, wäre das sicherlich eine Stärkung des Parlaments hier heute im Hessischen Landtag. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Die Regierungserklärung ist besprochen. Wir haben zwei Anträge. Zunächst den Dringlichen Antrag der Fraktionen der SPD und der FDP betreffend parlamentarische Anhörung zum Klimaschutzplan, Drucksache 19/4699. Der Antrag soll direkt abgestimmt werden. Dann bitte ich um Ihr Handzeichen, wenn Sie dem Antrag zustimmen. Das sind die Fraktionen von Freien Demokraten, Sozialdemokraten und DIE LINKE. Wer stimmt gegen den Antrag? Das sind die Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Das ist die Mehrheit. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. Wir haben ansonsten hier noch vorliegen den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktionen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend integrierter Klimaschutzplan Hessen 2025, konsequent für den Klimaschutz und im Einklang zwischen Ökologie und Ökonomie, Drucksache 19/4701. Auch der soll hier abgestimmt werden. Bitte um das Zeichen, wer dem Antrag zustimmt. Das sind die Fraktionen von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und CDU. Wer stimmt dagegen? Das sind die anderen Fraktionen des Hauses. Damit ist dieser Antrag mit Mehrheit beschlossen.